Hallo, herzlich willkommen im DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Und ja, willkommen auch im Namen des Filmkollektiv Frankfurt zum zweiten Tag der Hommage Robert Aucin, die wir dem wunderbaren Regisseur widmen. Gestern der Beginn mit zwei Filmen und ja, heute die erste Vorstellung, Les Scélérats aus dem Jahre 1961. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir vor dem Film die Gelegenheit haben, in Anwesenheit von Robert Aucin noch ein paar Worte zu hören. Deshalb möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Donc, ich bitte Sie, herzlich zu begrüßen. Je vous prie de remercier Robert Aucin. Bienvenue à Francfort. Bon, c'est juste pour dire une très bref. Oui, je vais traduire. Donc c'est juste pour une très bref, même pas une présentation du film, puisqu'on va voir Les Scélérats, mais le rôle principal de ce film est joué par Michel Morgan. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose pour ça? Je vais traduire. Wir werden jetzt Les Scélérats sehen. Die Hauptrolle in Scélérats spielt Michel Morgan. Ich habe Robert Aucin gebeten, ein paar Worte über Michel Morgan zu sagen. Quand j'étais jeune, j'étais très, très amoureux de Michel Morgan parce que je l'ai vu jouer au cinéma dans Quai des Brumes avec Jean Gabin, Marcel Carnet, les metteurs en scène. Et Michel Morgan avait fait beaucoup de films. Et quand je l'évoque et je la vois, ça me rend plein de nostalgie. Ja, als ich jung war, war ich sehr in Michel Morgan verliebt. Ich habe sie früh gesehen in Quai des Brumes von Marcel Carnet. Und ja, es war eine Schauspielerin, die ich auch im Theater gesehen hatte. Und als ich dann diesen Film machte, habe ich mich an sie erinnert. Und es sind viele Erinnerungen, die das heraufbeschwört. Et vous allez donc assister à ce film. J'espère que le film est resté avec toute la nostalgie qu'on ressent. Et moi, je reviendrai ce soir pour voir l'autre film, Toi, le venin. Oui. C'est un film qui est devenu, je le dis avec beaucoup d'humilité, un classique, parce qu'il a été joué dans le monde entier. C'est Toi, le venin. Oui. Voilà. Ja, also j'en tire aucune vanité. Ja, also ich hoffe, Ihnen wird der Film jetzt, Les Scélérats, gefallen und ich werde heute Abend wieder hier sein für die Vorstellung von Toi, le venin, der, und ich sage das mit aller Bescheidenheit, ein Film ist, der ja sozusagen große Bekanntheit genießt und eben mit großer Bescheidenheit diesen Film dann vorzustellen. Nous sommes tous de passage et pour cette raison, je ressens une espèce de nostalgie, de mélancolie, car je sais que nous ne sommes pas éternels. Et lorsque je revois les films que cet homme plein de talent a accepté de choisir, j'en suis très ému. Ja, also ich würde sagen, ich bin sehr gerührt, dass diese Filme gezeigt werden und ja, ich ja, es ja. Ja, 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 nein. Bon. Je suis dans la salle. Je reviendrai ce soir pour Toi, le venin, parce que ça évoque encore d'autres souvenirs et avec qui j'ai joué. Et dans la salle, je viendrai avec ma femme actuelle,
à qui je suis reconnaissant d'avoir autant de force et de volonté pour pouvoir m'aider à réaliser des choses que j'espère faire avant de crever, car je ne suis plus tout jeune. Ja. Ja, ich hab sozusagen vorhin noch vergessen zu übersetzen, wir sind alle sozusagen nur vergänglich und ja, sozusagen durch sozusagen trotzdem diese Vergänglichkeit ja, gilt es, ja, sich beschwört Nostalgie und Erinnerungen herauf. Aber ja, und heute Abend werde ich wieder hier im Kino sein, um Toile Venant zu präsentieren. Und mit mir hier sein wird auch meine jetzige Frau, Candice Patou, die ja, die mir sozusagen seit vielen Jahren mich unterstützt und mir ja, mich bei dem hilft, was ich noch hoffe zu machen an Projekten. Il faut faire les choses sérieusement, mais ne pas se prendre au sérieux. Also man muss Sachen ernst machen, aber sich nicht zu ernst nehmen. Aujourd'hui, je suis plus vieux, mais si j'étais plus jeune, devant les spectateurs qui sont déjà venus, qui reviennent, qui reviendront peut-être ce soir et demain, j'aurais, si j'étais jeune, demandé un peu d'argent pour faire un autre film. Mais comme je vois parmi les spectateurs ou les admirateurs que je remercie, qui sont là, ils ont déjà assez vécu, et il y a assez de problèmes sûrement pour qu'on leur demande rien que déjà de venir ici pour voir et regarder. Ça, c'est, je les remercie. Also wenn ich bin jetzt schon etwas älter, aber wenn ich jünger wäre, dann würde ich hier bei Ihnen nach finanziellen Mitteln fragen, um einen weiteren Film drehen zu können. Aber sozusagen, da ich Sie hier so vollzählig sehe und sehe, dass Sie gekommen sind, vielleicht auch wiederkommen werden, heute Abend oder morgen, bin ich schon froh, dass, ohne Sie um Geld zu ersuchen, bin ich schon froh, dass Sie hier sind, um diesen Film zu sehen. Voilà, je ne vais pas vous embêter, c'est fini. Je voulais simplement vous dire que je suis en train de préparer, si Dieu veut, deux spectacles. Un sur une comédie musicale qui s'appelle Marianne et qui est dédiée à toute l'histoire de la France comme une comédie musicale en 16 tableaux, couleur, noir et blanc, cinéma, théâtre. Et puis une vie du Christ, mais j'ai déjà monté un homme nommé Jésus. Jésus était son nom. Jésus, la résurrection. Et j'en prépare un autre pour lui demander d'être avec nous, de nous aider, d'aider ceux qui ont faim, qui ont soif, qui souffrent, comme il le fait depuis des siècles, et lui dédier ce spectacle et qu'il m'envoie un peu de pognon pour le faire. Voilà. Ja, ich möchte Sie jetzt hier nicht länger sozusagen aufhalten, aber möchte noch sagen, dass ich gerade dabei bin, zwei Theaterinszenierungen, zwei Theaterspektakel vorzubereiten. Das eine ist eine Comédie musicale, also eine musikalische Komödie, in 16 Kapiteln, sozusagen die ganze Marianne gewidmet, der französischen Nationalheldin, und der ganzen Geschichte Frankreichs gewidmet ist, in Schwarz-Weiß und Farbe und verschiedenen Formen von der Geschichte Frankreichs erzählt. Und das andere Spektakel, das ich vorbereite, ist das Leben des Christus, also das Leben Jesu. Ich habe schon einige Theateraufführungen über das Leben Jesu inszeniert, aber in dem Fall ist das sozusagen ein Stück namens ein Mensch namens Jesus, und das, ja, möchte ich inszenieren, und es ist eben, das soll die Präsenz Jesu auch herbeibeschwören und mit ihm in Kontakt treten und zugleich auch Jesus bitten, mir Geld zu geben, um dieses Spektakel machen zu können. Et voilà, je vous laisse avant que vous vous endormiez. Ce qui est logique et normal. Je vous reverrai peut-être tout à l'heure. Je tiens à vous dire que
je n'ai pas à vous dire comment vous devez trouver les films, mais Le Venin qu'on voit ce soir est un film qui, je sais pas, c'est un peu intéressant, un policier pour suspense à Hitchcock comme ça. Bien, et là avec Michel Morgan, je vous remercie d'être là. Et quand vous ferez vos films, je vous promets de venir m'asseoir avec vous. Voilà, pour vous voir vous-même. Et merci. Merci. Ja, ich übersetze noch kurz. Ich werde sozusagen aufhören, bevor Sie einschlafen, was normal und logisch wäre. Und ich werde dann auch nachher da sein. Wir zeigen nachher Toile Venin. Und es ist eben ein sehr, sehr schöner Film, ein Policier, also ein Kriminalfilm im Stile Hitchcocks. Und sozusagen, das werde nachher sein. Wenn Sie dann irgendwann auch Ihre eigenen Filme machen sollen, dann komme ich auch vorbei, um dabei zu sein. Dann jetzt vielen Dank nochmal an Robert Ossen. Vielen, vielen Dank. Ja, und gute Projektion mit Les Scélérats. Vielen Dank und bis nachher.